Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gestern kam meine Kreativdepot-Bestellung an und wer mich auf Instagram verfolgt, der hat auch gesehen, was ich mir bestellt habe. Für alle anderen, ich zeige es euch jetzt noch mal ganz kurz. Zum einen habe ich mir Designerpapier bestellt, das nennt sich Schoki, denn da ist so leckere Schokolade drauf. Und Nüsse und ja, einfach nur lecker. Und dann habe ich mir noch bestellt ein Stempelset. Das heißt kleines Plätzchen Mischmasch. Und da habt ihr jetzt zum einen natürlich zur Weihnachtszeit hier Weihnachtsgebäck. Aber man kann das auch jederzeit für alle anderen Kekse und Pralinen und Schokolade verwenden. Hier sind noch so Ausstecher, Keksausstecher. Hier haben wir Cookies. Dann haben wir hier aus dem Ofen direkt auf die Hüfte. Aus meiner Keksfabrik nach Familienrezept. Hier steht noch Leckerei. Und hier haben wir dann noch nach Omas Rezept Gebäck, Cookies, Plätzchen und Kekse. Ja, damit werden wir jetzt heute basteln. Natürlich ist der Bogen Designerpapier 30,5 x 30,5 cm. Ich habe damit schon ein bisschen gebastelt. Ich habe mir leider blöderweise wirklich, ja, ich habe irgendwie nicht aufgepasst. Ich habe mir nur einen Bogen bestellt. Mit einem Bogen kommt man nicht wirklich weit. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Auf jeden Fall reicht das natürlich nicht zum Basteln. Einen habe ich und ja, da muss ich mir auf jeden Fall noch mal welche nachbestellen. Gut, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ach so, ich habe mir noch zwei Distress Oxide Stempelkissen geholt. Einmal hier das Broken Shiner und einmal Crowned Espresso. Und ja, kann man immer gebrauchen. Ihr seht, die sind noch original eingepackt. Ich habe sie jetzt erstmal nur auf die Seite geräumt. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Und zwar wollte ich mit euch einen Milchkarton basteln mit dem Designerpapier. Jetzt habe ich schon zwei Stück gebastelt. Aus Farbkarton. Einmal diesen hier. Da habe ich hier oben gestempelt, hier unten das Designerpapier aufgeklebt. Ich bin aber irgendwie nicht ganz zufrieden. Ich finde, das ist zu viel. Ne? Wenn hier Designerpapier und da gestempelt ist, wirkt für mich oder auf mich einfach zu viel. Ja, dürft mir gerne mal sagen, wie ihr das findet. Ich finde, ich nehme das mal raus. Ich finde, es ist too much. Dann habe ich, das war meine erste Idee, das hier noch gebastelt. Und zwar, hier habe ich nur außenrum einmal das Designerpapier, hier vorne noch ein Sichtfenster reingemacht. Was mich hier aber stört, generell die Sprüche finde ich toll, ja. Aber es stört mich, ich dachte, das sieht vielleicht doch ganz gut aus. Ich wollte hier auf den Anhänger, so wie es jetzt ist, das Plätzchen drauf und dass man hier eben dann noch lesen kann, aus dem Ofen direkt auf die Hüfte. Wenn das aber hier so oben drüber ist, dann kann man das eben nicht lesen. Und man muss das dann immer hier so weghalten, damit man es lesen kann. Und es stört mich einfach. Mir gefällt das nicht. Dann hatte ich überlegt, vielleicht, wenn man das dann hier unten noch hinmacht. Aber das ist dann auch irgendwie zu viel. Wenn man es ganz weglässt, fehlt hier irgendwas. So oder so, es ja, passt nicht. Ne? Irgendwie, irgendwas passt hier nicht. Jetzt habe ich mir eine dritte Variante überlegt und ich habe blöderweise das Designerpapier falsch zurechtgeschnitten. Heute ist absolut kein guter Basteltag. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich vermute mal am Wetter, weil es regnet, 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 regnet. Ja.
Was soll's? Wir basteln es jetzt trotzdem. Ich muss mir sowieso noch mal Papier nachbestellen. Jetzt schaue ich mal nur eben. Nee, das reicht nicht. So. Ich habe noch beim Zuschneiden überlegt, denk dran, achte darauf, wie rum das Motiv dich anschaut, damit man es richtig zuschneidet. Falsch habe ich zugeschnitten. Es ist nicht so schlimm. Also Leute, wenn ihr das basteln möchtet, achtet darauf, dass euer Motiv richtig rum ist. Ja, so richtig. Und dann muss es 21 mal 14 cm haben. Bei mir ist es jetzt falsch rum. Und es hat 21 mal 14 cm. Ja, so what, ist halt so, ne? Gut, 21 mal 14 cm. Das heißt, wenn ihr es aus weißem Karton bastelt, bekommt ihr aus einem DIN A4-Bogen zwei Stück raus. Also das ist schon cool, aber irgendwie, oder man müsste den Spruch hier weglassen und ja, weiß ich noch nicht. 21 mal 14. Weiter geht's. Wir falzen uns das Ganze jetzt an der langen Seite. Und zwar falzen, ja. Ich habe die Box zweimal gebastelt. Einmal wollte ich sie basteln aus Farbkarton und habe statt gefalzt, habe ich dann geschnitten. Also habe ich sie schon dreimal versucht zu basteln. Wie gesagt, heute ist kein guter Tag, aber ich glaube, das geht jedem mal so. So, also an der langen Seite falzen wir bei 5, bei 10, bei 15 und bei 20 cm. An der kurzen Seite falzen wir bei 4, bei 9. Dann drehen wir uns das einmal auf die Rückseite und falzen bei 13 cm. So, dann können wir schon mal hingehen und alle Linien nachfalzen. Also bei dem Schoki-Papier sieht es auch gut aus, wenn es falsch rum ist. Ja, ist halt jetzt so, ne? Es sieht immer noch gut aus, aber ich weiß halt, dass es falsch rum ist. Und irgendwie, naja. So, wir falzen die Linien hier an der langen Seite, die beiden in diese Richtung und die kleine in die andere Richtung, denn die hatten wir ja von der Rückseite gefalzt. Dann können wir auch schon hingehen und uns alles zurechtschneiden. Ich habe jetzt hier rechts die kleine Klebelasche. Das schräge ich mir einfach ein bisschen an. Und ansonsten werde ich hier unten, das ist unser Boden, hier nur die Falzlinie so ein bisschen rausschneiden. Und mehr müssen wir dann auch schon gar nicht schneiden. So, und dann können wir hingehen und das Ganze schon, habe ich das hier gefalzt? Ja, zusammenkleben. Das heißt hier einfach nur Klebeband drauf. Ihr könnt auch Flüssigkleber verwenden, das geht genauso gut. Und dann ist das hier meine Vorderseite. Und dann bringe ich hier innen drin auch noch doppelseitiges. Nein, ich nehme das für Flüssigkleber. So, Schutzfolie abziehen und zusammenkleben. Dann achte ich einfach nur darauf, dass meine Klebelasche hinten ist, entweder hier oder hier, ne? Das heißt, da ist sie jetzt hinten, dann ist das hier vorne. Und dann klebe ich mir die Box zusammen.
Und dann gehe ich von innen noch einmal rein und drücke mit dem Falzbein den Boden fest. So, dann braucht ihr nur noch hingehen, mit den Zeigefingern hier so reindrücken und eure Box, euer Milchkarton ist sozusagen schon fertig. Bei mir legt er sich jetzt auf der Seite nicht. Warum möchtest du nicht? So, jetzt. Das ist hinten. Ja, und dann sieht das so aus. Und dann wollte ich unbedingt hier oben so ein Band durchziehen. Weil das meiner Meinung nach schön aussieht. Das heißt, ich hole mir jetzt hier so ein Klemmerchen, sofern ich es finde. Nein, finde es nicht. Und eine Handstanze. Und dann stanze ich mir hier jetzt zwei Löcher rein. Das geht ein bisschen schwerer, da ihr durch mehrere Lagen Papier durch müsst. Aber es funktioniert. So, das ist einmal. Dann von der anderen Seite noch. Ich habe es auch probiert, indem ich es vorher markiert habe und habe es vor dem Zusammenkleben gestanzt. Aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt das doch im Nachhinein gelocht. So, okay, ihr macht das natürlich schöner als ich. Ich habe sie hier ein bisschen schief gelocht. Und dann gehen wir hin. Ich nehme hier dieses Band. Dann könnt ihr das damit verschließen. Ah, da ist meine Klammer. So, natürlich solltet ihr vorher die Schoki, Kekse oder ähnliches reinpacken. Das wäre schon sinnvoll. Denn ich mache hier einen Doppelknoten rein. Man könnte jetzt mehrere Finger gebrauchen. Ja. So. Na, lass los. Okay. So, dann hatte ich mir überlegt, das trotzdem noch mal so zu machen, aber alles andere, so ja, das heißt, ich mache mir hier einmal ein Loch rein, hier habe ich mir Plätzchen schon einmal vorgestempelt, zack, und ich wollte jetzt noch embossen, farbig embossen auf Vellum. Ich habe hier jetzt einen Streifen, der ist auch 21, ja, könnt ihr sehen, 21 mal 4 cm. So, damit ich das jetzt besser embossen kann, habe ich mir das Vellum vorgefalzt, auch bei 15, 15 und 20 cm. Und ich habe hier rechts jetzt die Klebelasche, dann kommt ein Feld und ins zweite muss ich dann jetzt reinstempeln bzw. embossen, damit dann die Klebelasche hinten ist. Das heißt, ich hole jetzt einmal den Embossing Buddy. Und ich glaube, ich muss die Stempelhilfe nehmen, denn ich habe hier überlegt, mir den Spruch zu nehmen aus dem Ofen.
direkt auf die Hüfte. Und ich habe den vorhin schon einmal abgestempelt und habe den nicht gerade hinbekommen. Deswegen habe ich jetzt überlegt, das Ganze mit dem mit der Stempelhilfe zu machen. So. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt direkt so gerade ist oder ob das generell so schief ist. So ein bisschen. So. Na, ich mache das jetzt einfach mal so. Okay. Wie ihr wisst, beim farbigen Embossen müsst ihr ja hingehen und erst einmal mit Versamark einfärben. Und danach mit der gewünschten Farbe, die ihr haben wollt. Und dann mit einem Embossingpulver, mit einem klaren Embossingpulver bestreuen. So, einmal das. Dann nehme ich auch Espresso. Leider habe ich das nicht in groß. Dann wäre das nämlich jetzt besser gegangen. So, dann aufstempeln bzw. abstempeln. Und mit dem klaren Embossingpulver drüber. Ich habe mir das irgendwann mal gekauft. Und das ist eigentlich sehr gut. Ja, sieht gut aus. Ich werde das jetzt einmal schnell föhnen. So, ich habe das Ganze jetzt einmal embossed und dann brauche ich nur noch hingehen, mir das jetzt hier einmal so drumherum zu legen und festzukleben natürlich. Jetzt schaue ich nur, wo ich am besten das Klebeband aufbringe. Ich würde sagen, auf nicht auf der Klebelasche, sondern auf diesem Stück hier, also am anderen Ende. Denn auf der, das Band reicht nicht komplett bis über die Klebelasche hin drüber. Dadurch, dass es ja genauso groß ist wie der Farbkarton, aber eben um die Ecken drumherum muss, hätte man es theoretisch ein bisschen größer schneiden müssen. Aber das ist nicht so tragisch. So, das heißt, ich gehe jetzt hin, richte mir das hier so aus. Ja, hier rechts ist meine Klebelasche. Normalerweise. Ja. Also ich klebe das schon auf die Klebelasche drauf. Aber ihr seht, dass das nicht komplett bis an den Rand geht. Aber so ist super. So, dann kann man ganz wenig die Ränder so ein bisschen nachstreichen. Perfekt. Das legt sich dann noch ein bisschen. So. Ja, und jetzt nehme ich die beiden hier. Die klebe ich mir leicht übereinander. So ein bisschen schräg. Also ich richte mir das Loch aus, aber klebe das hier so ein bisschen versetzt übereinander. Und dann soll das hier dran. So, und jetzt
kann man sich überlegen, ob man das so hier oben haben möchte oder auch ein bisschen lockerer. Jetzt gehe ich aber von vorne durch und werde dann hinten dran den Knoten machen, damit man den dann nicht mehr sieht. Ich werde das ein bisschen lockerer machen. So ungefähr. Und dann gehe ich hin und schneide mir hier den Rest noch ab. Jetzt kann ich natürlich auch noch hingehen und das Ganze so ein bisschen fixieren mit einem Glue-Dot oder so. Oder auch einfach hängen lassen. Das sieht nämlich gar nicht so verkehrt aus. Jetzt habe ich mir überlegt, ich hatte ja von Kreativdepot, genau, hier noch so ein Sternchen dabei. Normalerweise zieht man den durch das Band durch, aber nein, das ist so ein kleines Mini-Loch. Das kriege ich jetzt heute definitiv nicht durch, nachdem das eh schon alles schief gegangen ist. Ich nehme jetzt einen Glue-Dot und klebe mir das damit auf dem kleinen. So, klebe mir das hier drauf. So. Und jetzt habe ich die Verpackung, die ich gerne haben wollte. Plätzchen aus dem Ofen direkt auf die Hüfte. Jetzt schaue ich mal, ich habe doch noch ein Sternchen. Das könnte man jetzt auch noch hier unten anbringen. Das mache ich jetzt auch mal noch schnell. Toll. Jetzt muss ich sagen, gefällt mir diese Verpackung richtig gut. Das Designerpapier ist toll. Hier haben wir drauf embossed. Das sieht auch super aus. Falls die Banderole runtergehen sollte, könnt ihr die auch ein bisschen festkleben. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ihr dürft mir gerne mal sagen, welche Verpackung euch am besten gefällt. Die, die wir jetzt gebastelt haben. Die auch gestempelt wurde oder die mit dem Sichtfenster. Ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, welche Variante euch am besten gefällt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Ich versuche euch alles unten in der Infobox zu verlinken und ich würde sagen, viel Spaß beim Nachbasteln. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.